Hallo und willkommen zu einer neuen Ausgabe von Blender Tutorial. Diesmal etwas spezieller. Wir starten heute nicht in Blender, sondern auf einer Internetseite, und zwar texturehaven.com. Dort gibt es PBR-Materialien und die entsprechenden PNG-Dateien, um ein realistisches Material in Blender eben auf ein Objekt zu legen, kostenlos zum Download. Wir haben uns jetzt eine ausgesucht, das ist die Cobblestone-Textur. Das sollen eben diese Kopfsteinpflaster sein, sehr verwittert und alt, und sieht natürlich wunderschön aus auf dieser Kugel draufgespannt. Natürlich ist das nicht einfach nur eine Bilddatei, denn die Geometrie drunter ist einfach eine UV-Sphäre. Es ist eine ganz normale Kugel, die hat keinerlei Mesh, um solche um so ein Detailgrad darzustellen. Das besteht alles ausschließlich aus der Textur. Mit einer kleinen Ausnahme der Displacement Map, aber dazu kommen wir später. Wir stellen uns vor, wir wollen in einem Spiel eine solche Textur anwenden. Da kommen wir relativ schnell zu dem Problem, dass wir, um solche Formen aus einem Mesh rauszuskulpturieren, also im Sculpting zum Beispiel, dass es unfassbar viel Geometrie kostet. Und das wollen wir vermeiden. Wir wollen den Polycount niedrig halten, also die Anzahl der geometrischen Flächen. Das heißt, wir haben nur noch die Textur, um Details darzustellen. Und die ist genau bei dem Detailgrad eben sehr viel weniger rechenintensiv, als das Ganze über Mesh zu lösen. Dann schauen wir uns mal an, wie ist eigentlich so eine schöne Textur aufgebaut. Wir haben als allereinfachstes die Farbe. Klicken wir mal hier drauf, das ist die Farbinformation. Das ist einfach eine PNG-Datei und die hat verschiedene Farben. Die ist aber flach. Flach hat einfach keine Rauheit, nichts. Es ist einfach nur eine Farbinformation. Und das ist unsere Diffuse Map. Jetzt wollen wir, dass diese Schatten hier richtig schön dargestellt werden. Und zwar, dass die auch tiefer sind und dass die Schatten wirklich realistisch sind. Schatten werden mit der AO oder Ambient Occlusion Map produziert. Wenn wir hier draufklicken auf die AO, dann sehen wir hier diese Ränder, diese schwarzen. Das sind simulierte Schatten, wo er einfach die Textur nochmal nachfärbt. Er färbt sie so nach, dass sie dunkler wird an den Stellen, um einen Schatten zu simulieren. In Blender ist euch vielleicht aufgefallen, dass die AO-Map oft gar nicht verwendet wird, wenn ihr schon andere Tutorials gesehen habt. Das liegt daran, dass Blender einen Render hat, eine Render-Engine. Und diese Render-Engine bestrahlt das Objekt und berechnet den Schatten selbst. Die zwei Render-Engines von Blender sind eben Eevee ab der 2.8-Version und schon immer Cycles. Es gab mal noch eine dritte, die wurde aber wieder entfernt und die hieß Workbench, glaube ich. Auf jeden Fall ist die nicht mehr da und die zwei reichen auch völlig aus. Eevee, könnt ihr euch merken, ist schnell, aber nicht ganz so hübsch, und Cycles ist sehr hübsch, aber langsam. Auf jeden Fall wird dort der Schatten berechnet, den brauchen wir nicht über so eine Map lösen. Jedoch haben wir Fälle wie zum Beispiel ein Export in Unity oder in Unreal, und dort, wenn wir nicht gerade eine andere Technik anwenden, möchten wir den Schatten bereits auf der Textur haben, damit die Rechenlast auf dem PC des Spielers möglichst niedrig ist. Also gibt es diese Map. Das ist eine Schwarz-Weiß-Karte und hat keinerlei Farbinformationen. Es geht einfach nur darum, wie stark das eingefärbt wird. Jetzt haben wir also Farbe und einen Schatten. Jetzt brauchen wir noch eine gewisse Tiefe da drin. Tiefe wird über verschiedene Dinge gelöst. Das erste wäre die Bump Map. Die Bump Map ist ebenfalls eine Grayscale Map und gibt über Schwarz- und Weiß-Werte an, wie weit dieses Mesh oder beziehungsweise wie weit diese Textur nach draußen oder nach drinnen geht, also ein 3D-Effekt simuliert. Diese ganzen Texturen sind eine optische Täuschung und sind in Wahrheit überhaupt nicht mit dem Mesh, also sie werden gar nicht in dem Mesh produziert, sondern ausschließlich bemalt. Der einzige Unterschied ist unsere Displacement Map. Die Bump Map gibt einfach Höhenunterschiede an. Das macht sie allerdings flach. Und da kommen wir zur Normal Map. Die Normal Map
gibt Winkel an. Sie kann also nicht so wie die Bumpmap einfach eine starke Tiefe nachempfinden, sondern sie kann verschiedene Oberflächen nochmal krümmen. Das heißt, der Winkel einer Oberfläche, wie zum Beispiel bei diesen Steinen sieht man es jetzt nicht so gut, bei anderen Objekten sieht man es etwas besser. Da kann hier zum Beispiel aufgrund einer anderen Farbauswahl, sieht man hier, dass man auch Löcher sehr gut produzieren kann und die innen ausgleiten kann. Das bedeutet, man sieht den Winkel, den Steigungswinkel von der Normal hier und dort und man kann einfach noch feiner und realistischer eine Oberfläche darstellen. Und das ist die Normal Map. Sie gibt dem Ganzen einfach eine richtige Oberfläche. Nicht nur eine Höhe und Tiefe, sondern eine Oberfläche, die einen hohen Detailgrad hat. Dabei ist das ganze Ding, wenn wir jetzt eine Normal Map, eine Bump Map, eine Ambient Occlusion, eine Diffuse Map verwenden, immer noch stumpf. Denn uns fehlt einfach Glanz und Spiegelung. Und genau dazu kommen wir jetzt. Roughness ist unser Glanz. Die Roughness Map stellt weiße Oberflächen rau dar und schwarze sehr glatt. Und deshalb haben wir hier auch einfach nur eine Grayscale-Map wieder und zeigt einfach nur an, wie glänzend ist diese Oberfläche. Und die ist ja immer etwas verschieden, besonders wenn wir hier verschiedene Materialien, wie zum Beispiel diesen Mörtel oder diese Erde in den Fugen, sowie die Steine betrachten. Und bei der Specular-Map haben wir den Spiegelungseffekt. Bedeutet, wie stark sieht man die Oberfläche da drin reflektierend? Und das ist allgemein natürlich beim Steinboden sehr, sehr gering. Und schwarz bedeutet eben nicht reflektierend und hell ein bisschen reflektierend. Und da reicht es auch schon, wenn sich einfach nur die Lichtfarben ein wenig spiegeln, wenn man zum Beispiel mit einem roten Auto vorbeifährt, dass sich diese etwas weißeren Steine leicht rötlich spiegeln und die anderen eben gar nicht. Damit haben wir die wichtigsten Maps abgedeckt. Wir haben die Ambient Occlusion, die Bump, die Diffuse, Displacement, fehlt noch Normal, Roughness und Specular. Displacement ist etwas ganz Spezielles. Es geht nämlich darum, dass es die einzige Map, die das Mesh verändert. Das ist auch deswegen etwas Besonderes, weil eine Displacement Map eben nicht mehr so stark den Vorteil bringt, dass unser Objekt aus sehr wenig Polygonen bestehen darf, um eine sehr aufwendige Textur darzustellen, sondern verändert unser Mesh tatsächlich. Wir sehen zum Beispiel hier diesen Shape außen, also diese Silhouette, und die ist ja nicht glatt. Wenn ich die Displacement Map weglasse, ist die glatt. Wir sehen zwar trotzdem den gleichen Effekt hier, es sieht trotzdem sehr 3D aus, sehr realistisch, aber an der Silhouette erkennt man den Unterschied. Sobald die Silhouette nicht glatt ist, haben wir eine Displacement Map am Werk. Damit die funktioniert, muss das Mesh aber auch die Polygone hergeben, um so eine Unebenheit überhaupt darstellen zu können. Das bedeutet, wir sind darauf angewiesen, dass unsere Meshes das aushalten und diese Verformung, die Displacement Map vorgibt, auch umzusetzen. Hier sehen wir die Displacement Map und genau so wie diese Abstände sind hier, diese einzelnen Kanten und so scharf muss unser Mesh sein. Ist für uns als Game Designer von einer anderen Bedeutung, als es zum Beispiel für einen Render ist. Man spart sich mit einer Displacement Map einfach oft das Skulpturieren, also das Sculpting, diese Modellarbeit, um diese ganzen Kerbungen reinzumachen. Es spart Arbeit, aber es spart nicht die Rechenleistung. Und das ist etwas, was wir beachten müssen und deswegen werden wir sie im Laufe dieses Tutorials noch nicht weiter betrachten, denn uns geht es darum, wie mache ich ein Objekt game-ready, wie kann ich in Blender ein sehr low-poly gebautes Objekt sehr schön darstellen mit hochwertigen Materialien.